Ich mag das voll, wie das pulverisiert wird. Bin ich mich dran gewöhnt. So. Nein. Ich hab nichts mehr. Ach, halb so wild. Gucken wir erstmal nur nochmal nach, wo denn jetzt hier noch was sein könnte. Ich sehe gerade nichts. Mein geschulten, ungeschulten Blick, mein blinden Blick besser gesagt. Einmal schweifen lassen. Aber, hier draußen sieht es erstmal sauber aus, ne? Da könntest du mal hinter den Gebäuden vielleicht mal gucken. Nur irgendwas versteckt, aber. Also ich habe jetzt bisher nichts entdeckt. Die drei Fische hier um sie vor sich her schweben. Sind das Sprites? Ne, das sind auch, glaube ich, wirklich Polygone. Wenn man die heutzutage überhaupt noch so nennt. ja, keine Ahnung. Also hier draußen, glaube ich, ist nichts mehr. Da können wir uns drin noch mal ein bisschen umgucken. Finde ich aber auch mies, ne? Wenn die jetzt wirklich im kompletten Level verteilt wären. Dass man immer wieder hier hinfahren muss oder schwimmen muss. Um die Kacke da hinzukriegen, ne? Um das Superfeuer zu haben. Bisschen ölig, aber okay. Gehört halt dazu. So, geh mal hier lang. Und irgendwo gab es hier doch. Ui, guck mal. Gut. Ich soll sie. Oh, hi. Na, ihr. Alles klar? Oh, cool. Hat sich doch schon mal gelohnt. Ach, guck mal, das Algengedöns. Algengezumpel. Nein. Zerstör's, vernichte es. Danke. Das war schon der Bereich, der komplette Bereich? Ernsthaft? Okay. So, dann haben wir hier das Unterseeboot. Kann ich jetzt aktuell auch nicht mehr gebrauchen. Ja, ich brauche trotzdem Superfeuer. Hui. Boah, ich hasse Unterwasserstrecken. Hat er schon mal gesagt. Wo gehe ich wieder da lang? War, glaube ich, nicht so clever, oder? Ja, weil jetzt sind wir im Treppenhaus, wo wir wieder zurückkehren. Nicht mehr. Nicht kämen. Ah, guck mal hier. Da haben wir auch noch was. Auch höchst interessant. Boah, ich muss mich an das Steuerkreuz gewöhnen, echt. Das ist unangenehm mit dem Analogsticks, finde ich. Wow. Oh, weil die Lenkung einfach so grottig ist. So. Gut. Dann einmal hier entlang. Da, Motherfucker! Alle fertig. So. Kiefersperre, hey. Ich glaube, wir haben alle Haie kaputt gemacht. Glaube ich mal so, oder? Ich hatte jetzt die stille Hoffnung gehabt, dass ich jetzt vielleicht alle Edelsteine habe, aber wäre auch zu schön gewesen. Nein, ich brauche doch Algen. Gut. Algen. Wir können währenddessen vielleicht mal gucken, wo uns noch was fehlt. Oben fehlt uns noch was. Aha. Ah, vielleicht hier oben drauf, auf der Brücke. Nein, komm. Kämpfe ich dran vorbei. Aha. Die haben mir schon mal gefehlt in jedem Let's Play. In irgendeinem Let's Play. Ich habe schon so viele von dem Spiel gemacht. Wo bist du? Ach, da oben drauf auch noch. Oder? Was willst du von mir? Vielleicht auch nicht. Ja, okay, vielleicht dann doch ganz oben. Ich lasse schon mal meinen Blick, wie gesagt, automatisch nochmal oder parallel dazu nochmal schweifen, ob ich irgendwo nochmal ein bisschen was an Algen erkenne. Hallo. Okay, einen habe ich schon mal. Raus. Gas geben. Ich bin in die falsche Richtung. So. Stilpunkt. Yes. Tatsächlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch,
Und ich bin sehr froh, dass ich das sagen darf. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch die Edelsteine sammeln, die uns jetzt hier noch fehlen. Und ich hoffe mal. Ach, guck mal. Schade. Wie viel fehlt uns denn hier, sag mal? Das ist ja krass, ist das. Wo willst du jetzt hin? Ah, guck mal da hinten. Das ist echt schlimm, wie viel ich übersehen habe. Also halt Fowler Sparks und Unterwasserkacke. Mag ich beides nicht. Nee. Aber egal. Wir haben ja genug Hilfe und wir haben es jetzt auch bravourös gemeistert. Deswegen, jetzt dürfen wir verdient nach Hause gehen. Hab's nur alle kaputt gemacht, hier dürfte gar keine Gefahr mehr bestehen. Naja, 250 Edelsteine gibt's hier nur? Echt? Das ist ja krass. Ich dachte, das wären viel mehr als beim ersten Teil, weil ich habe ja jetzt schon, oder erst 2000 Stück, je nachdem, wie man sieht. Man bekommt es hier auf jeden Fall so vor, als würde das deutlich schneller mit den Prozenten gehen. So, jetzt würde ich fast vermuten. Ja gut, sehe ich jetzt nicht, ob wir da noch Level fehlen oder nicht. Aber es sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Gibt es echt nur 250? Ne, 400, okay. Da hat er einfach so schnell abgezählt. Gut, ja, wohin denn? Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Oh, cool, Leben. Nice. Ah, hier geht's weiter. Darf ich jetzt, oder? Gut gemacht, Sparrow. Du hast jetzt alle 6 Talismane. Jetzt geht die Tür auf. Jo, und, wir dürfen uns mit dem ersten Bosskampf rumschlagen. Glaube ich. Jo. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchtest du vielleicht wissen, wie Ripta und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen, wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Rush, geh und pack meine Sachen. Wir ziehen ein. Sagt Hallo zu eurem neuen König. Professor, schalt es ab, schnell. Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Das holt die Kugeln zurück! Stau! Du abscheuliches kleines Wesen! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Blämmer.
Jo, jetzt haben wir wenigstens mal die Vorgeschichte erfahren, wie das hier überhaupt alles zustande gekommen ist und warum wir jetzt hier sind. Und warum wir die Kügelchen sammeln müssen, ja. So, erster Bosskampf, Quash. Die erste Welt ist fertig, Sommerwald. Und jetzt, wir haben im grünen Abschluss, der Bosskampf. Ich freue mich. Weil, neben den Flugleveln, die mich damals getötet haben, stilpunkttechnisch vor allem, ne, sind es zum anderen die Bosse gewesen, die man ohne getroffen zu werden schaffen muss, um letztendlich dann die Stilpunkte zu bekommen. Und das hat echt lange gedauert. Also ich meine, der hier ging noch einigermaßen, glaube ich. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich muss erstmal die Attacken von dem auswendig lernen. Das Schlimme ist, so ein Fury und sowas mache ich ja fertig, ne? Aber bei sowas hänge ich dann lang echt fest. Man kann sich die Sachen noch komplett vereinfachen, ne? Also gibt es einen Trick zum Ende hin, ne? Werde ich euch dann nochmal zeigen. Aber der Große von euch will das eh schon wissen. Gelb, was macht Gelb? Ui! Ui, okay. Haha! Hab dich. Aber ich werde es auch zum Ende trotzdem mal erzählen, wie das jetzt deutlich einfacher gehen kann. Was für mich aber keine Option ist. Wegen Ehrgefühl und sowas. Sowas mache ich nicht. Auch wenn es eure Zeit und meine auch sparen würde, aber interessiert mich nicht. Dann lieber Ehre. Lieber ehrenvoll untergehen, ne? Als ohne Ehre zu überleben. Hilfe. Gehst du wohl weg? Da gehst du wohl weg. Scheiße, was mache ich denn da jetzt? Okay, hat funktioniert irgendwie. Finde ich gut. Wow. Ah, Motherfucker! Ja, schlag doch zu. Alter, mach doch was. Eisen. Ich wurde noch nicht getroffen. Noch bin ich im Perfect drin. Wo ich das beim ersten Mal schaffe, da wäre ich ja bekloppt. Ja, okay. Schlag doch mal zu, Himmel. Okay, ein noch. Was machst du jetzt? Blau, gelb. Komm, schlag zu. Yes, beim ersten Mal, ich werde bekloppt. Das kann nicht sein. Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben, aber Galt ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Galt, komm sofort her! Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galt, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling. Das ist so gut, ne? Ich hätte nicht erwartet, weil ich kannte ihn auch nicht mehr. Ich wusste gar nicht mehr, wie der geht. Aber der hat halt nur zwei Welten. Das war gut, dass ich vor Fury gespielt habe. Vor Spyro. Oh, wie geil. Echt, einfach mal beim ersten Mal geschafft. Wie gesagt, aber der ging ja noch, ne? Aber die anderen beiden, ey, boah, hab ich da lang gebraucht. Leck mich fett. Im Let's Play. Also vor allem, der letzte, ne? Boah. Ich bin echt gespannt, wie ich das hier hinbekommen werde. Dieser Riptor hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Riptor hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. No! Komm her!
Jo, und somit wären wir schon in der zweiten Welt. Sind wir jetzt im Herbstfeld oder wie heißt das? Herbstliche Heimatwelt, gut. Sehr kreativ auf jeden Fall. Gut. Ich würde sagen, also ich werde schon fast verführt, gleich schon Schluss zu machen. Ich will nur gucken. Ich wette, es gibt hier die Kollegen Geldsack, ne, der mir hier lieben gern die Kletterfunktion verkaufen würde. Wenn ich die mich noch bekomme, dann würde ich vielleicht noch mal ein paar alte Level besuchen, um den Rest versuchen zu machen, den ich noch machen kann. Weil es lässt mir sonst keine Ruhe. Nee, nee. Aha, es ist doch sehr verdächtig da hinten. Wie ich heute zocke, ne, zum Teil, können wir meinen, ich habe das Spiel noch voll im Kopf. Dass ich jetzt hier auch direkt den richtigen Weg gegangen bin, aber irgendwie, das ist nur Glück. So. Sieh an. Ich wette, ein reicher Drache wie du gibt gern ein paar Edelsteine aus, um klettern zu lernen. Ich würde es dir gerne beibringen für, sagen wir mal, eine kleine Gebühr. Wie viel denn? 500? Pff, ja, aber ich habe genug. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Wenn du eine erklimmbare Wand ziehst, so wie die zu meiner Linken, spring einfach dran und du hältst dich mit deinen Krallen fest. Beweg dich hoch oder runter. Drück erneut Sprung, um abzuspringen. Du kannst auch seitwärts an andere erklimmbare Bereiche springen.